Erste Impfungen gegen das Coronavirus noch in diesem Jahr. Davon geht zumindest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus. Denn es gebe Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben werde. Das sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Minister habe die Länder gebeten, dass die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein sollen. Und das scheine zu klappen. Spahn zeigte sich außerdem optimistisch, dass es nicht bis Ende 2021 dauern werde, bis alle Bevölkerungsgruppen durchgeimpft seien. Er kündigte den Aufbau einer Online-Plattform über die erreichten Impfquoten an, differenziert nach Alter und Region. Wenn vor allem bei den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen eine hohe Impfquote erreicht worden sei, könnten die Beschränkungen schrittweise gelockert werden.